Leute, man hasst es oder man liebt es. Gefühlt haben alle zu diesem Album eine starke Meinung. Honestly Nevermind klingt nach Dancefloor, Party, Club, nach Haus. Und das Krasse daran, zwei Berliner Produzenten, End Me und Ramper von Keine Musik, haben das Instrumental von Falling Back für Drake mitproduziert. Wer das Label Keine Musik überhaupt ist, was die machen, wenn sie mal nicht gerade mit Drake arbeiten und warum sie auf dem besten Wege sind, DJ-Superstars zu werden, das seht ihr jetzt. Also, man kann ja von diesem Drake-Album halten, was man will. Textlich ist es sicherlich sehr, sehr mau. How is there two more minutes of this? Aber da als deutscher Produzent daran beteiligt zu sein, ist einfach endkrass. You know this is, right? This is yeah, bei Spotify hat Falling Back jetzt schon über 35 Millionen Plays. Und Ramper und End Me haben ja nicht nur das für Drake produziert. Why would I keep you around? Why would I keep you around? Why would I keep you around? Why would I keep? Bringt uns zu der Frage, wer sind diese Typen überhaupt? Wer sind Ramper und End Me? Zusammen mit Resnik, Monja Gensho und Adam Port sind Ramper und End Me keine Musik. Bringt uns zur nächsten Frage. Was ist keine Musik und warum heißen die so? Ja, es ist von meiner Mutti. Die, von der Mutti? Ja, okay. Die meinte halt mal, ja, das ist ja keine Musik, was ich da mache. Seit 2009 veranstalten die fünf als keine Musik-Crew keine Musik-Partys. Zuerst in Berliner Clubs, heute in der ganzen Welt. Daraus entwickelt sich ein Plattenlabel, eine Fashion-Brand, eine Booking-Agentur, ein Shop für selbstgebautes DJ-Equipment und, na klar, ein Back-to-Back-to-Back-to-Back-All-Star-DJ-Team. Als Techno-House-Label haben keine Musik mehr als 60 Releases gedroppt. Als Produzententeam haben sie zwei Alben veröffentlicht. 2017 You Are Safe und Ende 2021 Send Return. Keine Musik haben seit Jahren als DJs und Producer ein krasses Standing. Coachella, Tulum, der Livestream vom Tomorrowland letztes Jahr, sogar in GTA Online tauchen Adam Port, Ramper und End Me auf. Who's ready to fucking party? I give you abgefahren. Berliner DJs als GTA-Charaktere. Habt ihr das schon gezockt? Ich habe ja GTA Online schon ewig nicht mehr angefasst. Wie war's? Schreibt's mir in die Kommentare. Oh, look at you. Oh, pleasure, man. You guys are so fucking cool, eh? Nice to meet you. Aber schauen wir uns die Keine Musik-Crew-Member jetzt mal genauer an. Einer der drei gefühlten Frontmänner neben End Me und Ramper ist Adam Port. Krasse DJ-Personality mit einem Mega-Gespür für Hits. Seit mehr als 10 Jahren knallt Adam Port Tracks, Edits und Remixe raus. Kein 0815 Technokram, es ist mal psychedelisch, mal poppig, aber immer sau cool. Dann wäre da Resnik. Er hat das Label als Manager lange maßgeblich mit aufgebaut, ist aber auch ein 1A-DJ. Wie Resnik hält sich auch Monja Gensho bei Keine Musik eher im Hintergrund.
Sie ist die Art Directorin. Sie zeichnet die Artworks, die den Look des Labels sehr prägen. Der Stil ändert sich über die Jahre, aber ein Keine-Musik-Artwork erkennt man trotzdem immer. Auch dieses Logo, ihre Idee. Überhaupt ist das Visuelle super wichtig für Keine Musik. Der Merch ist immer besonders und seit Jahren arbeiten sie auch mit großen Marken wie Nike und Converse, dem Edelskate-Shop Civilis in Berlin und der Fashion-Brand von Virgil Abloh Off-White an gemeinsamen Projekten zusammen. Und auch mit ukrainischen Kreativen. Der Erlös der Kampagne ging an Kriegsgeflüchtete. Aber kommen wir nochmal zu Rampa und And Me, die die Tracks für Drake gebaut haben. Gregor Süterlin und André Bourdou, wie die beiden Producer-Masterminds bürgerlich heißen, würde ich mal so als die Studio-Nerds von Keine Musik bezeichnen. Besonders Rampa ist im Studio ein krasser Frickler. Das ist seine Welt. Er spielt mittlerweile weniger DJ-Gigs und konzentriert sich mehr auf die Arbeit im Studio. Rampa kümmert sich bei Keine Musik aber auch um Teile, eins der neueren Projekte der Gang. DJs, die DJ-Equipment für DJs entwerfen und herstellen. Einfach eine sehr schlaue Idee. Rampa baut sich seine Effekte eben gleich selbst. Zusammen mit And Me und Adam Port prägt er sehr diesen Keine-Musik-Sound. Afro-House-Drums, Geklicker, Geklacker, melancholisches Klavier. Perfekt für draußen, organisch und warm, aber auch eigen, so ein bisschen off. Jeder, der irgendwie da das richtig macht, wird mir wieder irgendwie erzählen, dass es falsch ist. Aber ich finde eigentlich fast falsch besser als richtig so. Weil da ist die Chance vielleicht noch ein bisschen höher, dass irgendwas bei rauskommt, was falsch anders ist. Also, Keine Musik, reißen live ab. Sie haben die Hits. Und sind im Studio absolute Pros. Aber warum hat Drake genau mit ihnen zusammengearbeitet? Eine interessante Figur in dem Zusammenhang ist der südafrikanische Produzent und DJ Black Coffee. Der ist einerseits gut mit Drake connected, aber andererseits auch mit der Keine Musik Crew bestens bekannt. Man kennt sich, man mag sich, man arbeitet zusammen. The real reason we involve in music is to unite people, you know, and he's the biggest artist right now, you know, and that's exactly what he's doing, he's uniting all of us. Ein weiterer Grund für die Zusammenarbeit könnte aber auch sein, dass der schlaue Geschäftsmann Drake einfach den Zeitgeist erkannt hat. Dua Lipas Future Nostalgia feierte Daft Punks French House und verkaufte sich völlig irre. Auch Beyoncés neue Single Break My Soul klingt nicht nach Rap, sondern nach 90s House. Kommt 2022 also endlich das große House-Revival im Rap? Auf TikTok haben wir da für euch noch ein paar Beispiele gesammelt. Denn könnte das vielleicht das neue Ding für Hip-Hop sein? Und hat es Drake schon wieder schneller gecheckt als die anderen? Im Deutschrap kommt es auch schon an. Ich geh, okay, zum Hafen, wo was geht. Ich steh voller Glanz und voller Ehre. Oder was meint ihr? Passt House und Rap zusammen? Schreibt's mir in die Kommentare. Wer es bereits ziemlich erfolgreich geschafft hat, Hip-Hop und House miteinander zu verbinden, ist der Produzent Stickle. Mein Video über ihn findet ihr hier. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr ein Abo dalasst. Macht doch gerne die Glocke an. Ciao. Bis nächste Woche.